Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Armored Warfare hier aus Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir spielen die PvE-Kampagne, das Kapitel 1 Treffen in Mbartumi. Das Ganze mit dem T90 A. Und den möchte ich jetzt ganz gerne mal irgendwann durchfahren, damit wir da auch mal einen Neuner in dieser Kategorie oder von dieser Fahrzeugklasse kaufen können. Ich denke mal, wir werden den russischen Panzer durchaus weiterfahren, damit wir da der Linie treu bleiben, weil die kennen wir ja schon. Ich denke mal, dass sich der Neuner so ähnlich spielt wie der 10er. Und wir dann das russische Pendant zu unserem Goldpanzer quasi dann erspielen. Ja, 5,5 Millionen habe ich schon. Weiß gar nicht, was kostet ein 9er? 13, 14, 19 Millionen? Irgendwie so in dem Dreh. Bin mir nicht ganz sicher. Oh, 19,2 waren es. Und die werden wir dann, sagen wir mal, sicherlich noch erspielen. Da werden wir wahrscheinlich nochmal 2, 3 Runden mit dem Marder reinlegen, wo man dann nochmal so richtig Geld verdient. Aber jetzt erstmal die EPs erfahren, damit wir dann hier weiterkommen und ordentlich was schaffen. So, dann wollen wir mal loslegen hier mit unserem Main Battle Tank. Ist ja ein bisschen träge, das Bugelstück. Dieser halt nicht. Panzerung will bewegt werden. So. Dann gucken wir nochmal, ob wir hier vorne in dem Punkt, wenn wir dann gleich hier drin sind. Oh, sehr schön. Ach, der da hinten den Bradley entdeckt. Na gut, okay, das kann ja immer passieren. Wir capturen hier mal an. Uiuiui. Komm mal. Okay. Das gab schon mal ein bisschen auf die Mütze. Macht aber nichts weiter. Kommst du nicht zu früh? Ich will da ja auch noch mitmachen. So, Starship steht. Und dann haben wir da hinten noch einen Abrams. Bedrohung vernichtet. Sehr schön. Das ist doch mal eine Aussage, die hört man gern. Aber noch ein bisschen, bis wir das haben hier, aber kriegen wir hin. Hm? Da fällt einer was kaputt hinter mir. Nichts Genaues weiß man nicht. Ach, ich wollte mir das ja auf den Mausbutton legen hier. Damit ich da ein bisschen mehr Spaß mit habe. So, wir gucken mal ganz kurz hier rum. Hier rum nach dem Löffelspiel. Wer viel fährt, der trifft auch viel. Dann können wir nämlich denen da gleich mal schön in die Seite gucken. Ja, und da schießen wir dann direkt auch mal daneben. Aber das kann man ja ruhig einmal machen. Zweimal wäre fehlerhaft oder wäre nicht schön. Einmal geht immer. So. Ist auch noch ein mit von mir. So. Ja, und dann fährst du halt da durch. Mach doch ruhig. Stört mich nicht. Die anderen werden das schon richten. So. Ja, wir werden ja wohl noch verteidigt kriegen jetzt die letzten 10 Sekunden. Und wir gucken mal, ob hier hinten noch einer steht. Und schon auf uns wartet. Na, guck mal, wer da steht. Nee, ist nicht klar. Also, das ist ja schon wieder dämlich. So, was haben wir da hinten noch? Warte, 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 warte. Da hinten. Au. Halt erst die Barriere da vor dir weg. Mein Gott, wenn es denn sein muss unbedingt. Was? Ah. So, der ging jetzt auch durch. Wir haben eine Kette verloren. Das ist nicht gut. Das ist nicht das Ziel. Sehe ich zu wenig von. Hoppala. Hey, der ist down. Irgendwie noch nicht so recht, ne?
Da haben wir schön einen reinwürgen. Wir haben noch keine AP verloren, ne? Also ein bisschen was verstört haben wir schon, aber... Oh, ach, das ist auch raus. Direkt vor meiner Nase. So, jetzt müssen wir gucken. Aua, hä? Ist noch einer hier hinten. Ah, guck mal, da ist er, ein Leopard. Der kommt natürlich bei mir rein, okay. Momentchen mal. Feindlicher Panzer, markiert. Jetzt kommt ein Bild von ihm. Oh, jetzt ist mir ganz kaputt. Ja. Das ist Reaktivpanzerung. So, na gut, wollen wir da hin drauf gehen. Also, wir haben ganz schön viele Fehlschüsse, ne? Also, die so ganz wenig Schaden gemacht haben und. So, jetzt kommst du von da hinten nochmal angerollt hier. Joi. Wie ungestüm. Ungestüme hier über das Gelände hoppelt. So, dann können wir das hier mal ganz in Ruhe erobern, würde ich sagen. Natürlich auch was, was wichtig ist. Da haben wir den Salat. So, jetzt können wir hier ein bisschen verteidigen. Einmal Schaden haben wir schon ein bisschen. An der Gun haben wir noch einen kleinen Dödel dran. So, den hauen wir erstmal weg. Gut, dann hat er hier wahrscheinlich auch mal einmal ein bisschen... ...weggefressen. Halt doch hinter mir, ich habe einen Dickelkampf gesehen. Stein geschossen. Irgendwas ist da oben gerade kaputt gegangen. Och Mensch. Was mache ich denn heute? Uppala. Der hat doch glatt keiner vor mir. Ob den riecht das auf, dass ich immer vor seiner Nase rumtanze? Oh ja, nachvollziehen, ne? Die sind auch ganz gut unterwegs. Also das Team, das hat schon drauf hier, das muss man schon sagen. Aber machen das schon ordentlich Alarm. So, wir machen ein bisschen Leitplanken kaputt hier. So, schon am Abfluss und dann mal spielen, dann mal hier durchbrechen. Hoppala. Ist aber auch nicht gesund, so weit, wenn da Granaten reinfliegen. Können wir nicht einfach die Häuser kaputt machen. Das war ja mal. Das war ja mal. Das war eingeschlagen, war aber nicht schlimm. War schon schlimmer. Ah, der war auch kaputt. Sehr kaputt. Na gut, haben wir ein bisschen Schaden jetzt genommen. Das ist nicht schön, aber wird zu machen. Mensch, jetzt Kinders. Oh, was? 1119 hat er den gedrückt? Das war was. Ist denn da? Los! Ein Heft. Mhm.
gemacht wieder. So, und also, das ist aber auch wirklich, das ist ein bisschen haarig hier. Also, richtig gut sind wir nicht unterwegs. Naja. Jojojo. Weiter mal nicht so. Ja, Gottes Willen. Immer dieser Terror hier. Und ja, alles kaputt. Ich wollte ja gar nicht mehr spielen hier. Ihr macht ja alles kaputt. Kaputt. So. Mit 913 Schaden hier durchgekommen. Das ist doch nicht ganz gut, ne? Nichts repariert, nichts ausgegeben hat er. Naja, gut, das ist. So, der Abrams guckt nochmal, ob er da noch einen findet. Da hinten kommt unsere Abholung. Wird jetzt hier dann quasi anlanden und wir können dann in ihn wieder hineinfahren und unsere Mission als beendet erklären. Hoppala. Ja, auch fix. Wir haben dann. Da ist noch einer aufgegangen. S3, was ist das denn? 2S3. Ah, die. Ja, ja, okay. Kann ich noch vollziehen. Er fährt nochmal weg, er will ihn unbedingt haben. Wo kommt er jetzt wieder näher? Der A2 weg, er kommt wieder. Okay. Ja, unser Ziel ist ja da. Hier müssen wir hin. Er nimmt uns auf. Ihn können wir wieder nach Hause fahren. Und wir haben unsere Mission erfolgreich erledigt. Das sollte ein paar EP bringen, vielleicht auch ein bisschen Geld. Sag ich mal her. Wie gut sind wir an der Schwarzmeerküste? Oh, hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet, muss ich sagen. Platz 2, ja. Muss ich, also ich war auch wirklich nicht gut. Also ist Platz 2, das ist schon gerechtfertigt. Ich habe sehr, sehr viele Hits, die 0 Schaden gemacht haben, ne, gehabt. Das ist schon bitter. Das war schon echt nicht schön. Also ich habe 36 Schuss abgegeben, 32 direkte Treffer, 4 sind sogar komplett in die Wicken gegangen. Und habe aber nur 20 Feinde beschädigt. Also der potenzielle Schaden bei 32 Treffern ist wesentlich höher als den Schaden, den ich rausgehauen habe. Das muss ich definitiv sagen, also. Das ist schon nicht schön. Das ist schon ein bisschen ärgerlich. Na gut, egal. Wird beim nächsten Mal besser. Das war eine Runde Armored Warfare hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Wir sehen uns wieder. Bis dann. Tschüss.